Prag geboren, ist dem Nationalsozialismus emigriert, über London nach Brasilien und er lebt heute in Roubion in Frankreich. Sein Titel lautet Telematik, Verbündelung oder Vernetzung. Der Abschlussvortrag wird sicher zu einem mentalen Workshop werden, wie ich Herrn Flüsser kenne. Herr Flüsser, bitte. Sie haben vielleicht, ebenso wie ich, den Eindruck bei dieser Sitzung gewonnen, dass wir um ein Zentralthema wie die Katze um den heißen Brei schleichen. Und nämlich, wir scheinen aus dem Neuzeitlichen in ein anderes Menschenbild hineinzuschlottern. Und dieses Menschenbild zeichnet sich nur ganz unscharf ab und hat noch keine Konturen. Das ist ja der Vorteil solcher Symposien, dass man sich derartiger Dinge bewusst wird. Ich habe deshalb vor, Ihnen darüber meine Gedanken mitzuteilen. Aber bitte, ich habe sie nicht völlig durchgearbeitet. Und Sie sind Zeugen dessen, was, glaube ich, Galilei eine Experimentation mentale genannt hat. Ich möchte zuerst einmal sagen, dass ich glaube, dass wir nicht ein Menschenbild haben, sondern in einem Menschenbild drin sind. Und das Paradigmenwechsel im Grunde genommen meint, dass wir aus einem Menschenbild in ein anderes hinüberwechseln. Außerdem glaube ich nicht, dass die Menschenbilder aufeinander folgen wie Sandwiches, sondern dass sie ineinander greifen und dass alle vorangegangenen Menschenbilder in uns gegenwärtig sind. Diese Gleichzeitigkeit der Vergangenheit mit der Gegenwart ist ja, glaube ich, ein wichtiger Aspekt des sogenannten posthistorischen Bewusstseins. Ich werde Ihnen infolgedessen vier versuchen, so schnell wie möglich und im Wettlauf mit der Uhr, vier Menschenbilder vor Augen zu führen, wo ich Sie bitte, dabei zu bedenken, dass alle vier in uns aktiv sind und dass wir, wann immer wir uns zu orientieren versuchen, uns anhand aller dieser vier Bilder zu orientieren versuchen. Ich werde Ihnen Namen geben, das Klassische, das Jüdisch-Christliche, das Neuzeitliche und das Emportauchende, wobei ich unter Neuzeitlich das verstehe, was Lutz genannt hat, das Kartesisch-Newtonische. Also zuerst das Klassische, immer muss man sich doch ein Modell nehmen. Ich nehme mir Platon. Eine Anthropologie schließt immer eine Ontologie ein oder umgekehrt. Für Platon gibt es eine Welt der Erscheinungen und die verschleiern Welt ist für die klassischen Denker ein Schleier, hinter dem sich die Wirklichkeit verbirgt. Die Wirklichkeit besteht aus Ideen, aus Formen, die raum- und zeitlos sind und die nach einer logischen Ordnung übereinander gestapelt sind. Und wir durchblicken, wenn wir mit einem seltsamen Röntgenauge, nämlich dem theoretischen Auge, durch die Erscheinungen hindurchblicken, erblicken wir diese Formen. Zum Beispiel, wenn ich eine Kuh sehe und ich theoretisch auf die Kuh schaue, dann sehe ich, es gibt eine Kuhform, eine Kuhheit. Und durch diese Kuhform fließt der Inhalt, der amorphe Inhalt Kuh hindurch. Die Kuh wird in diesem Sinn geboren und stirbt, weil dieser Stoff, dieser Inhalt, diese Hülle durchfließt, aber die Form der Kuh ist beständig. Sie steht irgendwo im Himmel, im Topos Uranikos, eingeräumt zwischen, sagen wir, übrigen Haustierformen und untergeordnet der Tierform, die wieder untergeordnet ist, höheren Formen.
diese seltsame Ontologie hat eine noch seltsamere Anthropologie zur Folge. Wir Menschen sind Wesen, die im Reich der Formen beheimatet sind, aber von ihnen in das Reich der Erscheinungen gestürzt sind und bei diesem Sturz den Fluss des Vergessens Lethe durchkreuzt haben. Und die Gewässer dieses Flusses haben in uns die Erinnerung an die Ideen zugedeckt. Aber es gibt Methoden, die uns erlauben, uns an diese Formen zu erinnern. Infolgedessen gibt es drei Arten von Lebensformen. Die eine ist im Abgeschlossenen, im Abgetrennten, in der Vergessenheit der Ideen zu leben. Das nennt Platon das ökonomische Leben, zoon oikonomikon, das mekonomische Tier. Es ist ein idiotisches Tier, im strikten Sinn des Wortes Idiotes, es ist privat und es dreht sich im ewigen Zirkel der Wiederkehr des Gleichen, Kyklos, Tes, Genesios. Die Ökonomie besteht für Platon aus solchen zyklischen Tätigkeiten wie Kochen, um zu essen und essen, um zu kochen, Schlafen, um zu arbeiten und arbeiten, um zu schlafen, Aufräumen, um Unordnung zu machen, Unordnung machen, um aufzuräumen, Sterben, um wiedergeboren zu werden und wiedergeboren werden, um zu sterben. Das ist verächtlich und verdient gar nicht einmal das Wort Leben. Dann gibt es die Möglichkeit, sich an die Ideen zu erinnern und diese versuchen, auf die Erscheinungen zu setzen. Das nennt Platon das politische Leben. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Idee des Dreiecks und male das Dreieck in den Sand. Und ich bin also ein Künstler. Aber wenn ich näher hinschaue, dann stelle ich fest, dass die Winkelsumme des Dreiecks, das ich in den Sand gezeichnet habe, nicht exakt 180 Grad ist. Das heißt, die Betrachtungen der Werke, die Betrachtung der in die Erscheinungen aufgedrückten Formen führt zu Irrtümern, zu Meinungen, zu Doxai. Wenn ich eine Form verwirkliche, so ist sie nie die wirkliche Idee. Es gibt kein verwirklichtes Ideales, verwirklicht, sage ich jetzt falsch. Ich müsste sagen, informiert. Ich informiere die Erscheinungen und wenn ich die Erscheinungen informiere, so ist die Information der Idee nicht entsprechend, sie verzerrt sie. Es gibt kein ideales Dreieck in den Erscheinungen, keinen idealen Staat. Darum müsste eigentlich der Eintritt den Künstlern in die Republik untersagt werden. Die Künstler sind Verräter an den Ideen. Und dann gibt es die Möglichkeit, den Erscheinungen den Rücken zu drehen und sich der Betrachtung der Kontemplation der Formen zu widmen. Das nennt Platon die Liebe zur Weisheit, Philosophia, und dadurch werde ich der strahlenden Formen ansichtig und gewinne Weisheit, und ich ersehe auch die höchsten aller Formen, die Kalokagathia, das Schöne und das Gute, und ich komme durch die Wahrheit zu diesen höchsten, durch das Entschleiern, Aletheia, zu diesen höchsten Formen. Aus dieser seltsamen Anthropologie, es gibt drei Typen von Menschen, den ökonomischen, den politischen und den philosophischen Menschen, folgt auch die Idee der idealen Gesellschaft. Die Unterlage, die Infrastruktur der Gesellschaft ist ökonomisch und die Berechtigung der Ökonomie ist die Tatsache, dass es Leute gibt, die Sklaven haben und Frauen und Kinder, die für sie ökonomisch arbeiten und infolgedessen frei sind, die Muße haben, Formen auf die Erscheinungen zu drücken. Die einzige Berechtigung der Ökonomie ist, dass sie die Politik ermöglicht. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn so ein politischer Mensch das Dreieck in den Sand gezeichnet hat oder einen Tisch hergestellt hat, so stellt er ihn dann auf dem Marktplatz aus. Und auf dem Marktplatz gehen Leute herum, die absolut nichts tun, nur betrachten. Das sind die Philosophen. Und die sehen dann durch den hergestellten Tisch hindurch die Idee des Tisches und können infolgedessen den Tisch kritisieren. Die Berechtigung der Politik ist, diesen müßigen Menschen, den Philosophen, zu gestatten, aus den Werken die Idee herauszulesen. Und infolgedessen ist die Berechtigung der Politik die Theorie. Und die Könige sind die Philosophen. Jetzt will ich Ihnen die zweite, ich lege Ihnen nahe, dass sehr vieles davon gegenwärtig wieder anerkannt wird
dass wir in vielen Aspekten wieder so formal denken, natürlich mit anderen Vorzeichen, und dass wir wieder in der Muße, in der Theorie, das Ziel des Lebens sehen, dass für uns wieder die Ökonomie die einzige Berechtigung hat, Politik, das heißt Freiheit und schöpferische Tätigkeit zu ermöglichen, und dass das den einzigen Sinn hat, dass wir wieder in die Schule gehen können. Schule und Muße ist, wie Sie wissen, im Griechischen dasselbe Wort, Schole. Jetzt werde ich Ihnen genauso schnell, gehetzt von der Uhr, die zweite Anthropologie vorlegen. Die ist noch fantastischer, sie ist surrealistisch. Die Welt ist eine Schöpfung. Das heißt, sie ist ein Kunstwerk, ein Gesamtkunstwerk und hat einen Autor, einen Schöpfer. Und wir sind Geschöpfe. Das heißt, auch wir haben diesen selben Autor. Und wir befinden uns mitten in der Schöpfung. Wir sind Kunstwerke, die mitten im Gesamtkunstwerk stehen. Und das Gesamtkunstwerk hat eine einzige Absicht. Die göttliche Absicht, die das Gesamtkunstwerk hergestellt hat, hat die Absicht, uns hineinzustellen. Und zwar, damit wir darauf reinfallen. Wenn wir uns auf die Welt, auf die Schöpfung einlassen, die Schöpfung ist eine Serie von Fußfallen, von Schlingen, die der Teufel ausgelegt hat, um uns von unserer eigentlichen Heimat, nämlich dem Schöpfer, aus dem Weg abzuleiten, uns zu verleiten. Und wir haben dieses Jammertal, dieses Tränental der Schöpfung zu durchkreuzen, um die Reifeprüfung des Todes abzulegen. Und wenn wir diese Reifeprüfung bestehen, dann kehren wir zum Schöpfer zurück. Außerdem besitzen wir eine Art von Rückspiegel in Form von zwei Gnaden, wie wir sie heute die Vernunft nennen, die Gratia Sufficiens und die Gratia Efficiens. Und dank diesen beiden Gnaden sind wir uns dessen bewusst, dass wir einen Schöpfer haben. Also wir haben vor den Figuren von Pirandello den Vorteil, dass wir auf unseren Autor draufkommen können. Und zwar erstens durch Introspektion und zweitens durch Extrospektion. Aber diese surrealistische Geschichte hat verschiedene Haken. Eine davon ist, dass so hat es der Schöpfer beabsichtigt. Er hat uns da in die Schöpfung hineingesetzt, damit wir durch die Schöpfung schreiten. Aber wir haben einen Fehler begangen, den sogenannten Sündenfall. Und wir sind uns des Autors irgendwie bewusst geworden und wollen unseren eigenen Weg gehen. Und seither sind wir in der verdammten Situation, dass wir jedenfalls der Welt verfallen. Wir können gar nicht zu Gott zurück. Aus dem Zustand des peccare posse sind wir in den Zustand des non peccare, non posse verfallen, wir können nichts ansündigen und dem Schöpfer bleibt nichts übrig, als selbst Mensch zu werden, dadurch die Sünden, unsere Sünden auf sich zu nehmen und uns in den Zustand des nicht mehr sündigen Könnens einführen, dank unserem Glauben. Dadurch können wir ganz platonisch der Schöpfung wieder den Rücken wenden und wir können uns dem strahlenden der Glorie des Paradisi Gloria zuwenden und heilig dieser Schöpfung entkommen. Sie würden sagen, das ist eine furchtbare Sache, sobald Sie den Glauben nicht mehr haben. Aber bedenken Sie einen seltsamen Aspekt dieser surrealistischen Geschichte, die ich Ihnen erzählt habe. Der Schöpfer hat uns nach seinem eigenen Ebenbild geschaffen. Das heißt, die Idee ist, er hat ein Stück Ton genommen, das heißt hebräisch Adama, und hat sich selbst darin irgendwie kopiert und dann hat er seinen Hauch hineingehaucht und wir sind lebendig geworden. Und dadurch, wenn wir das Antlitz des anderen betrachten, sehen wir das Ebenbild Gottes. Wenn wir also zu Gott heraus wollen, aus der Welt, und wenn wir Gott über die Welt hinweg, über alle Dinge lieben sollen, wenn wir die Welt verachtend, über die Dinge hinweg, Gott lieben sollen, dann können wir das nur tun durch das Antlitz des Nächsten. Denn im Nächsten, so wie er vor uns steht, ersehen wir, wie Gott ist. Der Nächste ist nicht irgendein Mensch. Der Nächste ist mein Anderer. Mein Anderer, so wie ich der Andere des Nächsten bin. Und in diesem Verhältnis des Erkennens, des Anerkennens des Anderen, durch das sich selbst erkennen im Anderen,
können wir Gott lieben. Und das ist die einzige Methode. Die einzige Methode, Gott zu lieben, ist die Nächstenliebe. Das ist die Erklärung für das Bilderverbot. Denn alle übrigen Bilder sind Bilder von Geschöpfen. Also von der Schöpfung, also sündig. Das einzige Bild, das uns aus der Schöpfung zum Olam Haba, zum Jenseits führt, das einzige ist das Antlitz des Nächsten. Die Nächstenliebe ist die einzige Methode, zu Gott zu dringen. Denn das Anerkennen des Anderen ist die einzige Methode, das ganz andere anzuerkennen und zu erkennen, dass das Verhältnis zwischen Gott und uns dasselbe ist wie zwischen mir und dem Anderen. Oder wie es Angelus Silesius gesagt hat, ich weiß, dass ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben, werd ich zunicht, er muss von Not den Geist aufgeben. Denn was ich bin, das bin ich doch im Verhältnis zum Anderen. Und was der Andere ist, das ist er doch im Verhältnis zu mir. Diese dialogische Bindung, die im Judentum klar ist, aber auch im Christentum deutlich, die, glaube ich, kommt in einem anderen, unter anderem Anzeichen, in der neuen Anthropologie wieder zu Worte. Ich möchte noch ein Wort sagen, da wir doch über Telematik, Informatik und solche Sachen sprechen. Es gibt da auch eine seltsame Vorstellung des Gedächtnisses. Sowohl in der klassischen wie in der jüdisch-christlichen Weltanschauung ist das Gedächtnis ein zentraler Begriff. In der klassischen Mnemosyne, in der jüdischen Zecher. Die klassische Idee der Mnemosyne ist, dass wir in unserem Innern, in unserer Brust, die Erinnerung an die Ideen bewahren und dass es Methoden gibt, die dialektische Methode, die dank derer wir aus diesem Speicher, der in uns ist, die Formen wieder herausholen können. Und das ist die Grundlage der seltsamen Idee, dass wir einen Geist oder eine Seele haben. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Reifikation des griechischen Begriffs der Speicherung von Formen. Und im jüdisch-christlichen ist der Begriff des Gedächtnisses so. Für das Judentum ist der Tod eine Grenzsituation. Zum Unterschied vom Christentum glaubt das Judentum nicht, dass der Tod eine reife Prüfung ist zum Eintritt ins ewige Leben, sondern das Judentum sagt, dass der Tod ist eine Grenzsituation, über die wir nichts aussagen können. Dennoch gibt es eine Unsterblichkeit. Nämlich, wir sind im Gedächtnis des Anderen unsterblich. Das Anerkennen des Anderen ist nichts anderes als der Versuch, im Anderen bewahrt zu werden, sodass die, und das ist die Frage der Verantwortung, der Andere ist verantwortlich für meine Unsterblichkeit und ich bin verantwortlich für seine Unsterblichkeit. Und in dieser gegenseitigen Verantwortung kann man sagen, dass der Andere mein Segen ist und ich der Segen des Anderen. Zichrana lebracha, dein Gedächtnis ist mein Segen und das hat sehr viel mit Computern zu tun und sehr viel mit dialogischer Schaltung von Kabeln. Ich komme jetzt, ja, ich werde es versuchen, wenn ich Zeit dazu habe, die Uhr rast und ich rase hinter ihr. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Ich werde versuchen, sehr schnell das moderne Weltbild im Sinne des französischen und englischen Wortes modern zu schildern. Das alles, was ich vom jüdischen Weltbild gesagt habe und vom christlichen, ist von dem Standpunkt Gottes ausgesprochen. Es zeigt sich, dass wir selbst diesen Standpunkt erklimmen können. Und dass wir uns das von außen anschauen können, wie Münchhausen, können wir uns an unserem Zopf herausziehen und uns selbst und die Welt von außen sehen. Das nennt man Reflexion. Durch diesen Schritt zurück von mir selbst und der Welt gewinne ich den Eindruck, dass die Welt eine ausgedehnte Sache ist, eine geometrische Sache, dass ich, der ich sie betrachte, eine denkende Sache bin, inklusive mein Körper. Mein Körper wird dann ja völlig uninteressant. Der steht dann ja in der Welt drinnen und ist ein zu erkennendes Objekt wie der Rest der Welt. Aber das, was ich nenne, das, was Descartes nennt, die res cogitans, die denkende Sache, Sie merken schon an dem Wort, wie er den Prozess des Denkens versachlicht.
wie er doch wieder, wenn er auch der Seele entgeht, vielleicht wieder in die Schlinge des Geistes fällt. Er versachlicht den Denkprozess. Wenn ich nun diese denkende Sache bin, stehe ich der ausgedehnten Sache gegenüber und der Abgrund der Entfremdung klafft zwischen uns beiden. Ich bin in die Subjektivität zurückgetreten, die Lebenswelt ist in die Objektivität zurückgetreten, dazwischen klafft die Entfremdung und die Entfremdung kann auf zwei Methoden überholt werden. Durch Erkenntnis, das heißt durch Angleichen des Denkens an die Sache und durch Arbeit, das heißt durch Humanisation der Natur und dadurch Naturalisation des Menschen. Ich greife dem, das heißt Humanismus, diese Weltanschauung, ich greife vor, indem ich die hegelsche und marxistische Deutung vorweggenommen habe. Für Descartes ist das vorläufig eine methodologische Frage. Wenn ich das Denken ansehe, so merke ich, es ist eine klare und deutliche Sache. Es hat eine arithmetische Struktur. Jeder Gedanke kann definiert werden und zwischen jedem Gedanken und dem nächsten Gedanken klafft ein Intervall. Hingegen ist die Welt eine ausgedehnte Sache, das heißt, alle Punkte kleben aneinander. Konkretere, sie ist konkret. Die Frage ist methodologisch, wie kann ich die denkende Sache, also die Arithmetik, an die ausgedehnte Sache, also die Geometrie, angleichen? Die typische Vorstellung Descartes ist, ich mache ein Achsenkreuz. Egal wo, wo immer ich das Achsenkreuz hinzeichne, dort ist das Zentrum. Von diesem Achsenkreuz aus bezettel ich alle Punkte mit Zahlen. Wenn ich alle Punkte bezettelt habe, analytische Geometrie, dann habe ich die Gesamtheit der Welt erkannt und dadurch kann ich sie auch zu ihrer Gesamtheit manipulieren. Wissen ist Macht. Wenn ich die Welt aus der Geometrie in die Arithmetik transkodiere, dann weiß ich alles und ich kann auch alles. Das ist auch die Grundlage, nicht nur des Humanismus, sondern auch des Rationalismus überhaupt. Nur ist da ein Problem, wie kann ich denn alle Punkte bezetteln? Erstens gibt hier nach der Meinung Descartes unendlich viele, denn Descartes hielt ja die Welt, wie Sie wissen, für unendlich. Er hat ja nicht unsere Weltanschauung. Und zweitens hielt er sie auch für kompakt. Er glaubte ja nicht, dass sie leer ist wie wir, sondern er meinte, sie sei voll. Sie habe ein Horror-Vakui. Also wie kann ich alle Punkte bezetteln? Die meisten Punkte laufen mir doch zwischen den Intervallen durch. Deshalb sagte Descartes, ich kann analytische Geometrie nur machen, mit Hilfe Gottes, Concursus Dei, was natürlich ein komischer Gott ist, der zu einer Hypothese der analytischen Geometrie degradiert wurde. Das konnte die Kirche nicht freuen. Aber dennoch, es war ein Versuch, sich an Gottes Stelle zu stellen. Diese Hypothese Gottes wurde unnötig, als Newton und Leibniz unabhängig voneinander auf die Idee kamen, die Intervalle zwischen den Zahlen zu stopfen und also die Differentiale zu integrieren. Dadurch entstand eine Höheebene von Zahlen, die Differentialgleichungen, und dank denen konnten tatsächlich nicht nur alle Punkte bezettelt werden, sondern auch alle Prozesse formalisiert werden. Alle Prozesse überhaupt waren in Form von Algorithmen ausdrückbar, mindestens in der These. Und mindestens in der These war der Mensch allwissend und infolgedessen auch allmächtig. Das ist, glaube ich, die ontologische und epistemologische Grundlage des Humanismus. Es stellte sich aber ein Pferdefuß heraus. Wenn ich das Wissen zur Macht, wenn ich dem Wissen zur Macht verhelfen will, wenn ich die Algorithmen anwenden will, dann muss ich sie in die sogenannten natürlichen Zahlen zurückübertragen. Und das dauert lang. Länger als die voraussichtliche Dauer des Universums im Fall von komplizierten Prozessen. Infolgedessen, er begann sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts herauszustellen, dass nicht alles Wissen zur Macht führt. Und dass der Rationalismus nicht eine Methode ist, Allmacht zu gewinnen. Und man begann am Kalkül zuerst und dann an der Ratio überhaupt zu zweifeln und zu verzweifeln. Und was daraus aus dieser Verzweiflung kam, das können Sie an solchen Dingen wie Gulags und Konzentrationslägern erkennen. Natürlich haben sich die zivilisierten Menschen dieser Evidenz nicht ergeben, sondern sie haben schnelle Rechenmaschinen erfunden. Aber darüber werde ich
schnelle Rechenmaschinen hatten ja ursprünglich den Zweck, Differentialalgorithmen schneller, als es der Mensch kann, zu renumerisieren. Man dachte ja nicht an Komputation, sondern an Kalkulation. Ich sage das jetzt im Vorhinein, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit ich habe. Was man erfunden hat, das entdeckt man erst später. Die Erfindungen schlagen auf den Menschen zurück und er entdeckt, was er erfunden hat, und er wird anders. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Technik und alles andere ist Kommentar. Jetzt also, man trotz dieser Verlust des Glaubens am Kalkül, kalkulierte man weiter. Und zwar war die grundlegende Hoffnung des Humanismus, dass sowohl das Objekt als auch das Subjekt schließlich aus unteilbaren Steinchen besteht. Ich muss das Objekt so lange teilen, bis ich auf ein Unteilbares komme, das Subjekt so lange, bis ich auf ein Unteilbares komme, und dann diese beiden Kerne zusammenbringen und dadurch habe ich die Welt und den Menschen durchanalysiert, die Erkenntnis zum Wissen gebracht und das Wissen zur Macht. Es stellte sich aber leider heraus, dass die Ratio ein viel schärferes Messer ist, als man gedacht hat. Dass der Humanismus durch Überfluss an Erfolg einen Purzelbaum geschlagen hat, dass er über sein Ziel geschossen hat, dass nichts unteilbar ist. Zuerst stellte sich das auf der Seite des Objekts heraus. Wenn ich Atome, das heißt Unteilbares, teile, da komme ich auf Teilchen von Atomen und Teilchen von Teilchen. Und zum Schluss komme ich zu dem seltsamen Resultat, dass ich nicht mehr weiß, ob das Teilchen noch ein Teil des Objekts ist oder schon ein Teil des Subjekts. Die Frage, ob Quark ein Teil des Objektes ist oder ein Symbol des Subjekts, ist eine, wie jeder Physiker weiß, falsch gestellte Frage. Diese Teilchen schwirren in irgendeiner Gegend, wo die Trennung zwischen Subjekt und Objekt nicht mehr hingreift. Und etwas später geschah es auf der Analyse des Individuums. Wir sind uns oft nicht dessen bewusst, dass Individuum, Atom, ja, Synonyme sind. Individuum ist die lateinische Übersetzung des griechischen Atom. Man begann, das Individuum zu analysieren auf verschiedene Methoden, zum Beispiel psychoanalytisch oder existenziell analytisch oder logisch oder ich kann ja noch weiter, neurophysiologisch und so weiter. Man stellte fest, dass man das Individuum teilen kann und die Teile des Individuums wieder aufteilen und dass ich dann auf Teilchen komme, von denen es keinen Sinn hat zu sagen, ob sie subjektiv oder objektiv sind. Nehmen wir an, ich teile die Entscheidungen. Entscheidung, das klingt doch als ein Aspekt der individuellen Freiheit. Ich teile die Entscheidungen in Dezideme. Ich füttere die Dezideme in Apparate und die Apparate beginnen sich zu entscheiden und Schach zu spielen. Sind dann diese Dezideme noch immer subjektiv oder sind sie in dem Schachspielenden Apparat schon objektiv? Oder nehmen wir an, die Tat. Die Tat, das ist doch ein Aspekt des Individuums. Nehmen wir an, ich teile die Tat in Atome. Ich füttere die Atome in Maschinen und es kommen Roboter heraus und die handeln zuerst einmal staccato, denn ich habe sie aufgeteilt, aber dann teile ich besser und dann fließt die Bewegung der Roboter. Ist dann das Atom noch immer ein Aspekt des Subjekts oder schon ein Aspekt des Objekts, so dass man sozusagen die Trennung zwischen Subjekt und Objekt unterlaufen hat, anstatt sie zu überholen. Anstatt die einst heile Welt an der Oberfläche wiederherzustellen, so wie sie, sagen wir, im Judenchristentum der Fall war, obwohl auf eine komische Art und Weise. Es war eine Einung, aber eine verachtende Einung. Der Körper in der Welt war doch der Sack der Sünde und die Welt war eine Verleitung des Teufels. Dennoch gab es eine Einheit da drin, speziell für Leute, die sich auf für die Frauenbewegung, die Frau war doch der Sack der Sünde, nicht wahr? Und Maria, diese Gratia plena fructus ventris tui, Jesus, sehen der Bauch als Sackvorstellung. Also, diese war doch eine Einheit da. Und jetzt ist die Einheit wiederhergestellt, aber sie ist von unten, sie ist unterlaufen, sie ist formal wiederhergestellt. Das kann man sehr gut in der Epistemologie zeigen. Das Problem Descartes, ich ras. Wie soll ich das machen? Die Zeit rast mit. Ja, ich werde doch weiterreden. Schauen Sie, das Problem Descartes, des Adequatio Intellectus ad Rem, des Angleichens der Sache, des Denkens an die Sache, erwies sich
angesichts dieses Siegs der Rationalität als ein falsch gestelltes Problem. Es kann ja kein Angleichen des Subjekts ans Objekt geben, wenn im Grunde genommen weder Subjekt noch Objekt real sind, sondern wenn eine virtuelle, Brei, ein virtueller Brei unter Objekt und Subjekt liegt, in dem die Partikeln als stehende Wahrscheinlichkeitswellen im Nichts herumschwirren. Wenn ich so eine Ontologie habe, dann kann ich ja keine Epistemologie haben, woran sich das Subjekt ans Objekt angleicht. Es erwies sich, dass diese Frage, was ist primär, das Subjekt oder das Objekt, wie kommt es zur Herantreten des Erkennenden ans Zuerkennende, das hat, glaube ich, Husserl. Ich glaube, Husserl ist der grundlegende Denker der Gegenwart. Und wir können nichts denken, nachgeschichtlich oder nachmodern, ohne auf Husserl zurückzukommen. Husserl zeigt auf, dass die konkrete Gegebenheit die Erkenntnis ist. Und dass der Erkennende und das Erkannte Extrapolationen sind. Dass es kein Objekt geben kann, das nicht von irgendeinem Subjekt erkannt wird. Und kein Subjekt geben kann, das nicht irgendein Objekt erkennt. Dass Objekt und Subjekt, Individuum und Atom, Extrapolationen sind aus konkreten Relationen. Dass wir uns die Welt nicht vorstellen dürfen als einen Kontext von Sachen, sondern als einen Kontext von Sachverhalten. Um es wittgensteinisch zu sagen, oder um es heideggerisch zu sagen, dass es nicht Dinge gibt, sondern die Art, wie sich etwas zu etwas wendet, ein Bewandtnis, oder eine Bewandtnis, ich weiß nicht, wie man das sagt. In dem Moment, wo wir so relationell, systemanalytisch, systemsynthetisch zu denken versuchen, indem wir den Begriff des Objekts und Subjekts opfern als Extrapolationen, dann müssen wir zu einer Anthropologie gelangen, die wir noch nicht begonnen haben zu durchdenken. Alle Anthropologien, die ich Ihnen jetzt geschildert habe, gehen davon aus, dass es so etwas gibt wie einen Kern im Menschen, ein Individuum, eine Identität, ein Ego. Und dass dieses Individuum irgendwie vor der Welt oder in der Welt ist. Zum Beispiel die Frage, ist das Zentralnervensystem in der Welt oder ist die Welt im Zentralnervensystem? Das ist so ein typisches Problem, das unlösbare Problem, wenn ich die beiden Dinge trenne. Wenn ich hingegen die Relation als das Gegebene annehme, wenn ich das Objektive und Subjektive als Abstraktionen extrapoliere, dann entstehen die Probleme gar nicht, sondern entstehen andere Probleme. Dann nämlich erkennen wir, ich will Ihnen sagen, was zum Beispiel die Folge ist, diese absurde Folge dessen, dass ich annehme, ich habe einen Kern oder ich bin ein Kern, ich habe einen Geist, ich bin ein Geist, ich habe einen Körper, ich bin ein Körper, all diese grammatikalischen Unmöglichkeiten, was da daraus entsteht. Es entsteht zum Beispiel die soziale Frage, ist die Gesellschaft gut für den Menschen? Stellung, sagen wir, der liberalen Rechten, oder ist der Mensch gut für die Gesellschaft? Stellung, sagen wir, der Linken. Der Linken, wo es doch deutlich ist, dass es keine Gesellschaft gibt ohne Menschen und keine Menschen ohne Gesellschaft und dass Gesellschaft und Mensch Extrapolationen sind aus konkreten intersubjektiven Relationen. Wenn ich von der konkreten intersubjektiven Relation ausgehe, dann ist doch die Frage, was ist die Grundstruktur der Gesellschaft, überhaupt falsch gestellt. Das Konkrete ist die intersubjektive Relation. Und das, was man früher ein Individuum genannt hat, erweist sich dann als ein Knoten von Verbindungen zwischen Subjekten und zwischen Subjekten und Objekten, die sich entknoten in dem Maß, in dem die Beziehungen entknotet werden. Um das einfach und billig zu sagen, wir sind nicht, wir sind nur möglich. Und die Möglichkeiten, die wir sind, realisieren wir in Zusammenarbeit mit anderen Möglichkeiten, seien sie subjektiv, seien sie objektiv. Und je dichter die Netze der Verhältnisse geknotet sind, desto höher ist der Grad der Realisation. Wir sind Virtualitäten, die der Realität näher rücken, ohne diese Grenze je erreichen zu können. Wir können uns nie völlig realisieren. Aber eine andere Sache, Entdeckung ist, und darauf möchte ich pochen, dass wir uns dann nicht mehr als irgendein Selbst auffassen können, sondern dass wir uns dessen Bewusstsein sind, dass was immer wir sind, wir in Funktion des anderen sind. Und dass der andere, was immer er ist, in unserer Funktion ist. Das ist auch logisch deutlich. Identität und Differenz implizieren einander. Das heißt, dass jedes Selbsterkenntnis und Selbstbewusstsein ein Möglichkeitsverlust ist und dass ich mich nur in Selbstvergessenheit realisiere.
Nur wenn ich aufgehe im Verhältnis, zum Beispiel im Problem, zum Beispiel in der Kreativität, zum Beispiel in der Liebe zum anderen, nur dann kann ich der Wirklichkeit näher rücken. Nur die Selbstvergessenheit, das ist kein großartiger mystischer Begriff, das hat nichts zu tun mit orientalischer Mystik oder mit der Unio Mystica. Selbst wenn ich einen blöden Kriminalroman lese und ich vergesse mich, dann verwirkliche ich mich. Selbst wenn ich einen idiotischen Televisionsprogramm zuschaue und an mich vergesse, dann rücke ich der Wirklichkeit näher. Selbstvergessenheit ist eine Vorbedingung zum Dasein und das ist eine natürliche Folge aus dieser Anthropologie. Wenn ich nun akzeptiere, wie ich glaube, ich muss, dass wir Möglichkeiten sind, dass ich zum Beispiel nichts anderes bin als ein Knoten von dem, der einen Jacke trägt und der dieses Zeugs auf dem Bauch hat und der ihnen einen Vortrag hält und dessen Frau hier sitzt. Wenn ich alle meine Beziehungen auflöse, dann wie bei der berühmten Zwiebel, es bleibt nichts übrig. Und ebenso wenig ist dieser Tisch, ohne dass ich mal auf Analysen gehe, ob es ein Schwarm von Elektronen in leeren Raum ist. Dieser Tisch ist doch nur ein Tisch in Funktion von jemandem. Es gibt doch nicht einen Tisch ohne jemanden. Es ist doch ein Unsinn zu sagen, es gibt einen Stern, der noch nicht entdeckt wurde. Ich will gar nicht darauf eingehen, weil leider die Zeit rast, was Entdeckung, wie Entdeckung und Erfindung einander implizieren und wie ich ja gar nichts, weil ich ja nur entdecken kann, was ich erfunden habe. Das in Folge, bitte? Ja, aber die Zeit ist entropisch. Es gibt eine ganz andere Zeit, nicht mehr die historische, nicht mal jene Zeit, die von der Vergangenheit in die Zukunft wird, die Zeit des Werdens. Sondern im Gegenteil, es ist die Zeit, die aus der Zukunft herankommt, die Zeit des Vergegenwärtigens. Das Werden, dieses Verbrechen des historischen Denkens, dieser Tisch ist nicht, er wird. Das ist vorbei, sondern das Herankommen, und hier komme ich zu dem Zentralpunkt. Das Zentralproblem ist die Nähe. Je näher zum Gegenwart, desto wirklicher. Je näher es zu mir rückt, desto wirklicher wird es und desto wirklicher werde ich. Wirklichkeit ist die Gegenwart und die Gegenwart ist das Zusammentreffen des Herankommens, des Abenteuers und des Daseins. Ich möchte da nicht heideggerisch werden, sondern Heidegger korrigieren. Ich möchte nicht sagen, nicht von der Vorhandenheit sprechen, denn ich würde ja sagen, das, was von der Zukunft herkommt, ist ja auch das, wohin ich mich entwerfe, wohin ich mich hinsorge. Aber ich will auch dafür diese Analyse, habe ich jetzt keine Zeit. Wenn ich annehme, dass die Zeit von allen, weil Sie gesagt haben Zeit, dass die Zeit von allen Horizonten zu mir heranrückt, um sich zu vergegenwärtigen, dass daher die Unterscheidung von zwischen fortschrittlich und reaktionär keinen Sinn hat, denn wohin ich blicke, dort kommt die Zeit an, in welcher Richtung auch immer. Also, wenn ich diesen Fortschrittsglauben aufgebe, diese Historizität aufgebe, dann tritt das Problem der Nähe ins Zentrum des Denkens. Proxemik wird dann die der Disziplin des Denkens. Je näher, desto interessanter, das heißt, desto möglicher, desto virtueller wird es. Natürlich, die Möglichkeiten kommen und gehen. Es gibt Möglichkeiten, die sich nähern und dann wieder ablaufen. Ich will auch da die Strukturanalyse der virtuellen Felder, habe ich auch keine Zeit, durchzuführen. Aber je der Tod des Humanismus, ich liebe alle Menschen, weil alle Menschen Subjekte der Objekte sind, diese unjüdische, unchristliche, entexistenzialisierende, verantwortungslose Menschenauffassung wird widersetzt durch einen seltsamen Begriff der Nächstenliebe. Ich liebe den, der mir am nächsten steht, weil ich für ihn sinnvoll Verantwortung übernehmen kann und er für mich. Aber natürlich können wir uns nicht mehr begnügen mit dem Begriff der Nähe, mit dem das Judenchristentum gearbeitet hat. Denn wie viele Leute stehen mir ja in der sogenannten Face-to-Face-Präsenz nahe, nach gewissen Analysen höchstens 20. Ich muss also die Face-to-Face-Präsenz durch eine Telepräsenz erhöhen und dazu habe ich jetzt die technische Möglichkeit. Es gibt zwei Arten von Vergegenwärtigungen. Die Face-to-Face, wie wir sie hier erleben, natürlich dort, wo sie weit sitzen, ist sie schon nicht mehr sehr Face-to-Face. Und dann habe ich Maschinen, die mir erlauben, das Ferne näher zu bringen. Alle jene Maschinen, die mit der Vorsilbe Tele beginnen. Es ist eine andere Präsenz als die Face-to-Face-Präsenz. Ich kann in der Telepräsenz besser Schach spielen,
als in der Face-to-Face-Präsenz. Aber ich kann weniger Liebe machen, obwohl es einen Teleorgasmus gibt. Und der Teleorgasmus vor dem physischen Orgasmus den Vorteil hat, dass er, ich glaube, unerschöpflich ist, weil ja sich das Nervensystem nicht so ermüdet wie das Geschlechts. Dieser Schlechtsapparat. Dennoch, es gibt eine Face-to-Face-Präsenz, vor allem die orgastische, aber auch andere. Und es gibt eine Telepräsenz. Und wenn ich diese beide, und die Telepräsenz kann ich technisch immer weiter verbessern. Der Teleskop ist die erste Versuch der Telepräsenz herzustellen. Es gibt jetzt durch die Herstellung von virtueller Räume ganz andere Möglichkeiten von Telepräsenzen, ganz andere Sinne werden angesprochen, neue Sinne, elektromagnetische, werden provoziert und die existierenden Sinne werden moduliert. Ich komme zurück, weil ich jetzt schließlich doch enden muss, um eine Diskussion zu ermöglichen. Ich glaube, dass in diesem Welt- und Menschenbild, das ich außerordentlich ungenügend skizziert habe, in Mangel der Zeit, aber auch in Mangel Wissens und Fähigkeits und Intuition, Einbildungskraft, wie ich das nenne. Ich glaube, wir erkennen darin platonische Züge, nämlich das Formale, die Form des Möglichkeitsfeldes, die Form der zu realisierenden Virtualitäten und andererseits das jüdisch-christliche der Nächstenliebe, wenn auch mit anderen Vorzeichen. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird. Ich bin nicht optimistisch. Ich glaube, dass die dritte Welt, die erst überhaupt in die moderne Anthropologie und in die moderne Ontologie eindringt, nicht die Geduld haben wird, uns zu gestatten, das neue Menschenbild, das neue Weltbild und das neue intersubjektive Relationsnetz auszubilden. Die werden uns das nicht gestatten. Aber das ist nicht wichtig. Wenn wir den Realitätsverlust Begriff verloren haben, wenn wir die Realität als eine unerreichbare Grenzsituation von Virtualität ansehen, dann ist das Wichtige, diese Virtualität projizieren zu können. Entschuldigen Sie die überstürzte Art, wie ich gesprochen habe, und ich bitte Sie um die Diskussion. Eingeladen. Sie gelten ja als der Philosoph des Virtuellen, der virtuellen Welten, und Sie haben ja jetzt auch so den... Ich bin kein Philosoph und ich weiß nicht genau, was virtuell ist. Ja, ja. Die Antwort wollte ich hören. Gut. Ja, 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 ja. Wer bricht das Eis? Ja, bitte. Allerletzten Punkt, der mich sehr interessiert hat, die dritte Welt bricht herein oder bewahrt oder was? Sie haben es nicht weiter ausgeführt, mit was die dritte Welt sich da draufsetzt. Wir haben begonnen, unsere Netze zu spinnen. Wir haben an einigen unseren Beiträgen wurde gezeigt, wie das vor sich geht. Aber die Netze, die ja noch nicht auf Kompetenz und auf Macht aufgebaut sind, haben alle ihre Zentren in der sogenannten entwickelten Welt. Die Entscheidungen, wenn sie auch zum Teil schon von Maschinen getroffen werden, also infolgedessen den interessierten, hinterlistigen menschlichen Charakter zugunsten einer mechanischen Entscheidung gewonnen haben, also es sind Entscheidungen, die viel gerechter sind, wenn man so sagen kann, als nur menschliche. Diese Entscheidungen werden dennoch noch sehr oft von Menschen getroffen und in Zentren wie Europa, Amerika und Japan. Und das glaube ich nicht, dass Afrika und Asien und Südamerika die Geduld hat, zuzuschauen. Sie können nicht abwarten, bis sie in die Netze eingeschlossen werden. Sie haben auch nicht die genügende Kompetenz. Und um es brutal zu sagen, sie können sie auch gar nicht haben. Wissen Sie, der Intelligenzquotient eines von einer unterernährten Frau geborenen Kindes, obwohl auch die Intelligenz bei uns ja im Fallen begriffen ist, aus Gründen, die ich keine Zeit hatte zu besprechen, so in der Intelligenzquotient in der dritten Welt ist viel tiefer. Sie können auch gar nicht hoffen, die Kompetenz zu haben, in unsere Netze eingegriffen zu werden. Also mit Recht brechen Sie ein und werden Sie unsere Netze zerreißen. Das ist eine Prophezie, die ich hier sage. Ja, Frau Mettler-Maibohm, bitte. Ja, also Sie sprechen von der Nähe als der notwendigen Weise der Existenz. Mich würde einfach mal interessieren, also Nähe ohne Nächstenliebe. Warum brauchen wir überhaupt die Telepräsenz? Und was ist denn der Inhalt der Interaktion? Gut,
wenn ich die Gegenwart als die Stelle der maximalen Virtualität ansehe, wenn ich sage, die Gegenwart ist der Punkt, wo eine Virtualität im Begriff ist, in Wirklichkeit umzuschlagen, ohne das je zu tun, dann natürlich geht es darum, die Gegenwart raum- und zeitlich zu erweitern. Zu was? Zu einer größeren Gegenwart, zu einer Möglichkeit, für eine größere Zahl von Möglichkeiten offenen Verwirklichungsstelle. Zu welchem Inhalt? Zuerst einmal möchte ich das formal sagen. Diese Erweiterung geschah zum Beispiel schon durch die Erfindung des Alphabets. Das Alphabet erlaubte eine seltsame Art von Telepräsenz. Nämlich, im Text war der Schreiber präsent, anders als im Bild. Denn das Bild konnte ja nicht transportiert werden, das blieb an der Stelle, wo es hing. Es gab ja noch keine transportierbaren Bilder. Ich möchte jetzt nicht eingehen auf den Übergang zwischen Bildcode und alphabetischen Code. Aber die erste große telematische Revolution war die Erfindung des Alphabets. Das wurde dann natürlich zum Beispiel durch den Buchdruck verfeinert. Durch die Fotografie erfuhr es eine weitere kolossale Erweiterung. Ich kann jetzt sagen, dass ich Maschinen habe, wo virtuell alles mir gegenwärtig sein kann, überall auf der Welt, wo ich überall auf der Welt gegenwärtig sein kann, insofern ich nicht erkennen will, sondern den dort Stehenden anerkennen und mit ihm gemeinsam die Probleme erkennen. Es ist also, die Telematik kann von diesem Standpunkt als eine Technik des Judenchristentums, des erweiterten Judenchristentums angesehen werden. Natürlich gebe ich Ihnen recht, die Inhalte sind andere. Face-to-Face-Präsenz hat eine andere, sagen wir, mehr, wie soll ich den Unterschied, obwohl diese Unterschiede ja natürlich im Verschwimmen sind, wenn Sie den taktilen Handschuh im virtuellen Raum, ich wollte sagen, eine taktile Gegenwart, stimmt aber nicht mehr. Sie können auch im virtuellen Raum taktile Erlebnisse haben. Aber es hat eine andere Qualität, wenn ich mit jemandem spreche oder wenn ich mit jemandem telefoniere. Wenn ich mit ihm spreche, gewinne ich etwas im Verhältnis zum Telefonieren und verliere etwas. So ist es ja immer. Telepräsenz ist ein Gewinn und zugleich ein Verlust im Verhältnis zur Face-to-Face-Präsenz, aber wir können ja beides haben. Weiter vorbei. Sie haben vorhin gesagt, dass maschinelle Entscheidungen besser sind. Das Mikrofon. Ich habe gesagt, gerechter. Gerechter, ja. Ja. Aber es muss ja irgendwas mit Entscheidungen zu tun haben. Ich hätte Sie gebeten, das gerne noch zu begründen. Vielleicht am Beispiel eines Atomkraftwerks oder einer automatischen Raketenstation. Gut, ich werde es theoretisch begründen, bevor ich es auf eine praktische. Wie treffen wir denn Entscheidungen? Wir leben in einem Kontext, der sich ständig verzweigt. Und wir müssen uns für einen der Zweige entscheiden und alle übrigen ablehnen. Da wir das aber nicht tun können, weil wir ja nicht alle Zweige durchlaufen können, so intuitiv verwerfen wir alle uns gegebenen Alternativen zugunsten einer einzigen. Dann haben wir uns entschieden. In dem Moment, wo wir uns entschieden haben, verzweigt sich diese wieder zu Alternativen und wir müssen uns immer wieder vom Frischen gegen alle Alternativen zu einer einzigen entscheiden. Das ist die Ursache, warum Sartre die Freiheit nicht in der Entscheidung gesehen hat, sondern im Engagement. Er hat gemeint, dieses ständige sich entscheiden müssen, ist das Gegenteil von Freiheit. Erst der Mönch oder der engagierte Kommunist ist frei, weil er die Möglichkeit der Wahl abgelehnt hat und in der einen einzigen Alternative verharrt. Ich teile nicht die Meinung Sartres, aber es ist interessant zu zeigen, wie unmenschlich die freie menschliche Entscheidung ist und wie unmöglich. Ich kann aber jetzt Folgendes machen. Ich kann einen Entscheidungsbaum errichten oder verschiedene Entscheidungsbäume. Ich kann diesen Entscheidungsbaum in eine Maschine füttern und in diesen Entscheidungsbaum Alternativen als verschiedene Parameter hineinfüttern. Die Maschine wird von mir immer mehr und mehr Parameter verlangen, bevor sie sich entscheidet. Und dann, das ist das Wichtige, ich muss der Maschine vorschreiben, das Ziel, das Telos, was ich will. Das ist, meine ich, die Großartigkeit der sogenannten künstlichen Intelligenz, dass ich befreit bin vom Entscheiden und befreit wurde von der Sinngebung. Denn die Sinngebung ist vorläufig, lassen Sie mich ausreden, die Sinngebung ist ja vorläufig noch nicht automatisierbar.
Gut, wie entscheidet sich denn die Maschine? Sie läuft ein Stückchen alle Wege, denn sie ist ja blöd, schnell, aber blöd. Sie läuft alle die Zweige der Entscheidung durch und stoppt an einem bestimmten Punkt, je nach der Potenz der Maschine und was sich als die bessere herausgestellt hat, so spielt sie zum Beispiel Schach. Sie spielt ja anders Schach als ich. Sie probiert ja alle Züge ein bisschen aus, hat ja keinen Überblick, darum schlägt sie mich ja. Und dann entscheidet sie sich für einen Zug. Ich habe gesagt, das ist gerechter, weil alle Interessen, persönlichen Interessen, die durch meine Entscheidungen verfälschen, ich kann doch die Entscheidungen nie sine ira et studio fällen, sondern immer in meinem Interesse oder im Interesse meiner Gruppe. Die Maschine fällt sie sine ira et studio. Natürlich ist es nicht sehr gut, die Entscheidung, denn sie hängt ja erstens ab von der Kapazität der Maschine, die verschiedenen Alternativen durchzulaufen und zweitens von dem Ziel, den ich ihr vorgegeben habe. Und jetzt will ich ein Beispiel geben. Ein Beispiel, über das ich mich noch nicht genügend dokumentiert habe, aber das der Golfkrieg ist. Ich glaube, der Golfkrieg ist wirklich die Mutter aller Schlachten, wie der Saddam Hussein mit Recht gesagt hat. Denn zuerst einmal alle Szenarien durchgespielt worden, oder viele durchgespielt worden. Und nachdem die Szenarien durchgespielt wurden, es wurde ein Ziel gegeben, ich weiß nicht welche, sagen wir, billige Petroleumpreise. Egal welche, das ist für meinen Zweck nicht wichtig. Es wurde also irgendwo noch entschieden, der Sinn der Sache. Nicht, glaube ich, in der amerikanischen Regierung, sondern eher in irgendeinem Komplex. Gut, also ich will darauf jetzt nicht eingehen. Aber es wurde die Entscheidung des Sinns des Kriegs gefällt. Und dann wurde diese Maschine zur Entscheidung der Kriegsführung angeleitet. Dann wurden einige Szenarien durchgeführt, die Szenarien wurden in virtuelle Räume übertragen, die Leute wurden in virtuelle Räume gesetzt und das gewählte Szenario wurde durchgespielt. Das Resultat war zum Beispiel die Killrate 1000:1. Es ist etwas Unmenschliches daran und dabei etwas, was mit dem zu tun hat, was die Griechen Dike genannt haben. Es ist keine Adikia dabei. Das war kein Lob für die maschinelle Entscheidung. Das war die Konstatierung, dass da Entscheidungen trifft, die natürlich falsch sind. Keine Entscheidung kann richtig sein, weil ja die Entscheidungsbäume, wir brauchen keine Chaostheorie, um zu wissen, endlos verzweigt sind. Aber es sind bessere Entscheidungen als die menschlichen. In diesem Sinn. Sie haben gesagt, es ist nicht möglich, einen Sinn zu geben. Nein, ich meine, Sie atomisieren diese eine. Ja, in der Zideme, ja. Braucht die Maschine doch Daten, Vorgaben. Ja, habe ich das nicht gesagt? Habe ich das nicht gesagt? Wenn ich das vergessen habe, so muss ich es einfügen. Das genügt nicht in den Entscheidungsbaum, sondern ich muss Dezideme einfüttern. Und die Maschine wird mir immer mehr, ich habe zugeschaut, wie das vor sich geht. Nehmen wir an, Sie wollen eine Straße bauen von São Paulo nach Campinas. Also Sie geben alle möglichen Informationen in den Entscheidungsbaum, wo die Straße zu führen. Und die Maschine will und will und will und will immer mehr. Und darauf endlich entscheidet sie sich und zeichnet den auf, wo die Straße zu führen hat. Darauf sagen sie, ja, aber das ist nicht im Interesse der Dörfer, durch die die Maschine geht. Darauf sagt die Maschine, fütter mir diese Parameter ein. Füttert ein und sagt, nein, du hast Unrecht aus diesem und diesem Krieg. Darauf sagt man, nein, aber ich werde es dem Parlament vorlegen. Sie legen es dem Parlament vor und das Parlament sagt, na, wie kann ich gegen diese Entscheidung argumentieren? Die Entscheidung ist ja stickfest. Ich weiß doch nicht, in welcher Art und Weise die Maschine die Entscheidungen durchlaufen hat. Wissen Sie, das ist eine Autonomisierung der Maschine. Und die Straße ist die einzige vernünftig gebaute im Staat São Paulo. Die wurde dann gebaut. Also noch mal ganz kurz. Ich muss sagen, dass mich das, was Sie sagen, zutiefst erschreckt. Weil es für meine Begriffe nicht... überhaupt nicht ansatzweise reflektiert, dass Technik gemäß Interessen beauftragt wird, entwickelt wird, angewendet wird und eingesetzt wird. Die ganze Voraussetzung, also der ganze Prozess, der hinführt zur Entstehung von Technik, fällt aus Ihrer Analyse meines Erachtens heraus. Und dieser Prozess ist ein hochinteressenhafter. Und die Anwendung und der Einsatz der Technik ist ebenfalls in einem hochinteressenbesetzten Kontext gestaltet. Und ich sehe dieses alles in Ihrer Analyse nicht. Gut, also das ist natürlich wegen Raummangel. Ich habe gesagt, ich glaube, Technik und Mensch sind Korrelate. So wie ich gesagt habe, Welt und
Subjekt sind Korrelate. Man kann von einem Menschen erst sprechen, wenn Technik da ist. Ich will gar nicht zurückgehen auf die erste Technik der Zahn- und Steinkreise. Aber nehmen wir an, wir gehen aus vom ersten Homo, sagen wir dem Erectus Robustus. Seine Technik besteht darin, in die linke Hand einen Stein zu nehmen, in die rechte eine andere und so lange darauf zu schlagen, bis eine Spitze entsteht, mit der er einen Reißzahn ersetzen kann. Bedenken Sie, das zeigt sehr gut das Verhältnis zwischen Mensch und Technik. Denn die Erfindung des Faustkeils ist aus einer gegebenen Notwendigkeit. Nämlich, unser Gebiss ist nicht gebaut, um Bäuche von Wiederkäuern aufzureißen, aber da wir noch kein Feuer haben, müssen wir die Eingeweide ja noch warm essen, also müssen wir so schnell wie möglich reißen. Also aus dieser Notwendigkeit entsteht der Reißzahn, das heißt der Faustkeil. Aber sobald der Faustkeil da ist, schlägt er auf mich zurück und ich erkenne plötzlich in meiner Umgebung die Gegenwart von Steinen als Potentialitäten für weitere Technik. Und es entsteht mit, was man mit Recht die Altsteinzeitmentalität nennt. Der Altsteinmensch ist ebenso Produkt seiner Technik, wie die Technik sein Produkt ist. Und das, glaube ich, setzt sich, Technik ist ja nichts anderes, als wenn Sie wollen, externe Humanität. Das ist ja eine Prothese und Epithese. Ich glaube, wir müssen uns mit dem Begriff Prothese und Epithese befreunden. Sie haben vom Körper gesprochen, aber man kann den Körper nie definieren. Der Körper ist umgeben von lauter Prothesen, die tief in die Umwelt hineinreichen. Wenn man mir meine Schreibmaschine wegnimmt, hat man mir mehr weggenommen, als wenn man mir meine Haare geschnitten hat. Also ist die Schreibmaschine mehr Teil meines Körpers als meine Haare. Andererseits habe ich künstliche Zähne. Und die künstlichen Zähne sind zwar ein Kunstwerk, das von der Außenwelt drin ist, aber es ist Teil meines Körpers. Also, und außerdem kann mein Körper ja ohne Prothesen überhaupt nicht existieren. Man kann ja nicht einmal den Körper des Baby definieren. Wenn Sie das Baby ohne Technik zur Welt bringen würden und die Nabelschnur durchbeißen würden, statt zu irgendeinem Messer zu greifen. Natürlich, sie haben dann verschiedene Enzyme verloren, die die Mutterliebe provozieren angeblich. Wenn sie wirklich, es gibt doch Enzyme, glaube ich, im Mutterkuchen, die dann tierische Mutterliebe erzeugen. Aber sie haben natürlich, etwas verliert man, aber etwas gewinnt man auch, nämlich das Messer, das die Nabelschnur durchschneidet. Ich glaube, dass man Technik und Mensch nicht auseinanderdenken kann. Sie haben recht, es ist ein Interesse dahinter. Aber es ist auch eine eigenartige Interessenlosigkeit dahinter. Und das möchte ich noch einmal betonen. Schauen Sie, das Tierische. Die tierischen, die sogenannten hohen Tiere, unterscheiden doch die Lebenswelt nach drei Kategorien. Das Essbare, das Kopulierbare und das Gefährliche. Was in diese drei Kategorien nicht passt, entschlüpft dem Netzwerk der Erkenntnis der Tiere. Und plötzlich kommt da etwas und das interessiert sich für Steine. Aber Steine sind weder gefährlich, noch kopulierbar, noch essbar. Das meint Kant, wenn er sagt, schön ist, was ohne Interesse gefällt. Es ist also wahr, die Technik dient einem Zweck, aber sie ist auch interesselos. Technik und Kunst ist synonym, das vergessen wir sehr oft. Also, das war Zeitmangel. Ich hätte gern darüber gesprochen, wie die Menschwerdung und die Entwicklung der Technik nicht voneinander zu trennen sind. Ja, wir hatten ja auch oft diskutiert die Mensch-Maschine-Frage und Arbeitsgestaltung und Sie sehen ja eigentlich in dem Bereich jetzt der menschlichen Fähigkeiten, die der Ablösung menschlicher Fähigkeiten durch Automaten ja eigentlich nur eine Befreiung des Menschen. Zu neuen Fähigkeiten, ja. Zu nicht vorhergesehenen Fähigkeiten. Zum Beispiel die Tatsache, dass es Kalkulationsmaschinen gibt, befreit uns zu Mengenanalyse und Mengentheorie, von der wir ja sonst keine Ahnung gehabt hätten. Die ganzen Komplikationen der Mathematik. Zum Beispiel der Differentialkalkül sind ja nichts als Tricks, um Zeit zu gewinnen. Wenn die Maschinen idiotischerweise mit zwei Fingern zählen können und besser als alle unsere Tricks, dann sind wir für mathematische Fähigkeiten befreit, von denen wir früher nichts geahnt haben. Es entwickelt sich in dem Maß, in dem wir etwas mechanisieren, sozusagen durch Feedback, eine neue Kapazität und eine neue Bewusstseinsebene, jedes Mal, wenn es eine technische Revolution gibt. Wenn ich vom Paläolithikum zum Neolithikum schreite, das Neolithikum ist nicht nur eine neue Technik, die Steine zu behauen, sondern die neolithische Mentalität ist eine andere als die paläolithische. Dasselbe gilt von Bronze, dasselbe gilt von Eisen. Jede technische Revolution hat einen neuen Menschen zur Folge.
der wieder eine neue Technik entwirft, die wieder und so weiter. Das ist eine eigenartige, zeitlose, ahistorische Dialektik. Ich kann sie leider hier nicht ausführen, warum sie ahistorisch ist. Gut, ich möchte an der Stelle noch die letzte Frage. Wenn ich Ihnen so zuhöre, muss ich eigentlich mich fragen, warum wir über uns als Menschen überhaupt noch abstrampeln. Warum wir uns? Abstrampeln. Warum wir also diese Tagung machen. Ja. Das ist doch letzten Endes dann sinnlos. Ja, Camus hat gesagt, wie Sie sich erinnern, die erste Frage ist, warum töte ich mich nicht? Alles andere kommt nachher. Ich glaube, ich habe ein bisschen eine Antwort. Es ist zwar wahr, alles, was wir tun, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Alles, was wir gemacht haben, wird vergessen. Wir werden sterben und in Vergessenheit anheimgegeben. Und wenn wir auch, wenn ich diesen Vortrag halte, um in Ihrem Gedächtnis zu bleiben, Sie werden ja auch alle sterben, wenn auch ein bisschen später als ich. Also von so einem Standpunkt aus gesehen, ist natürlich jedes Unternehmen des Menschen absurd. Aber diesem Absurden kann man ja sein quand même, sein trotzdem ins Gesicht werfen. Man kann ja dem Tod gewissermaßen ins Gesicht spucken. Wir sind beisammen, glaube ich, um gemeinsam darüber zu beraten, wie wir dem Tod am besten eins auswischen können. Ja, vielen Dank. Sie haben mir zu wenig Zeit gegeben. Waren Sie trotzdem zufrieden mit mir? Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind jetzt am Ende der Veranstaltung angekommen. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei allen Referentinnen und Referenten und Arbeitsgruppenleiterinnen und Arbeitsgruppenleitern. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für Ihr Engagement, so aktiv auch hier dabei zu sein. Ich möchte aber nicht schließen, ohne jetzt den Mitarbeitern im Haus noch zu danken, die für die Organisation zuständig waren, insbesondere Frau Steib und Frau Brennwald und natürlich von der Technik Herrn Schüb hier drin. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise und ja, bis bald vielleicht. Wiederschauen.